Der Palazzo Grassi in Venedig ehrt Bruce Norman, einen der großen zeitgenössischen Künstler, mit einer Einzelausstellung. Diese konzentriert sich auf eine Reihe neuer Videoinstallationen, die der US-Amerikaner in den letzten Jahren entwickelt hat. Vor 550 Jahren, 1471, wurde in Nürnberg Albrecht Dürer geboren. 400 seiner Zeichnungen und Kupferstiche sind aus diesem Anlass in St. Petersburg in der Eremitage zu bewundern. In Lissabon ist eine Ausstellung dem Erfinder von Tim und Struppi gewidmet, dem Belgier Georges Remy, bekannt unter seinem Künstlernamen Hergé. Sie zeigt auch, dass Hergé nicht nur Comics zeichnete, sondern noch viel mehr entwarf, wie etwa Mode, Werbung, Plakate.